7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Kampf zu gehen gegen diese greislige Milbe, gibt es ein praktisches Mittel? Und das praktische Mittel gibt's in jedem Baumarkt. Und wenn diese ätzende Krätze schon länger besteht, ist wirklich höchste Zeit zu handeln. Wie gesagt, bei jedem Baumarkt gibt es diese wunderbare Waffe gegen diese grässlichen Milben und das nimmt man auch zum Waffenreinigen her. Es klingt unglaublich, es ist aber hautverträglich, lebensmittel- und umweltgerecht und gesundheitlich komplett unbedenklich. Und dazu ist es ungiftig, biologisch abbaubar, nicht wassergefährdend und unbedenklich im Sinne des Lebensmittelschutzgesetzes. Und mit dieser ganz feinen Düse kann man das noch gezielter auftragen auf die Hühnerbeine. Und das Tolle an diesem Spray ist, es verteilt sich wirklich in die allerkleinsten Ritzen der Schuppen von den Hühnerbeinen. Man kann die ganze Behandlung auch mit einem anderen Öl machen oder ich habe am Anfang die Hühnerfüße mit Vaseline eingerieben. Das ist aber sehr viel zeitintensiver, als dieses Spray zu benutzen. Vor allem, wie gesagt, verteilt es sich einfach irrsinnig gut überall auch zwischen den Federn bei federfüßigen Tieren. Und vor allem kann man damit ganz leicht auch Hühner behandeln, die nicht so zahm sind, und zwar einfach abends, wenn sie auf der Stange sitzen, leicht vorne an der Brust anstupsen, sodass sie aufstehen und dann ringsrum einen Sprühstoß Ballistol aufsprühen. Es ist sowieso empfehlenswert, auf jeden Fall auch die Sitzstange damit einzusprühen, damit auch, wenn sich dort eventuell Milben befinden, durch das Öl, die diese Lästlinge ersticken. Aus demselben Grund, damit diese Kalkbeinmilbe erstickt, sprühen wir die Füße von den Hühnern jeden Tag ein. Und ich wollte noch sagen, der wesentliche Bestandteil von Ballistol ist Weißöl in medizinischer Qualität. Und Alkoholbestandteile sind ebenfalls enthalten und diese sind zusätzlich von desinfizierender Wirkung. Die Symptome der Kalkbeinmilbe oder auch Krätze oder auch Räude genannt, sind borkige weiße Schuppen, Verkrustungen, die an Kalkablagerungen erinnern und auch so ein bisschen seltsame Beulen, sieht man zumindest bei meinem Hahn. Noch ungeklärt ist, ob es einen Zusammenhang
zwischen Organveränderungen bei Hühnern, die durch den Befall, durch die Kalkbeinmilbe zu entstehen scheinen, gibt oder nicht. Sicher ist, durch die Dauerbelastung wird das Allgemeinbefinden durch den ständigen Juckreiz geschwächt und die befallenen Tiere beginnen unter Bewegungseinschränkungen und Bewegungsmangel zu leiden. Und Agrinova ist auch ein gutes Mittel, das hilft genauso im Stall gegen den Milbenbefall. Und alles bisher Genannte mit dem Spray hilft auch gegen die rote Vogelmilbe, also allgemein gegen sämtliche Milben. Und nicht nur wegen den Juckreiz, der die Hühner quält, sondern diese grässliche Krätze oder auch Räude genannt von der Kalkbeinmilbe, also die Kalkbeinmilbe ist, kann auch auf Menschen und Hunde übertragen werden. Zwar Gott sei Dank nicht so schnell, aber es kann passieren. Das ist auch ein Grund, warum man diese grässliche Krätze so schnell wie möglich bekämpfen sollte. Und zwar das Fußbad, so wie im ersten Teil meines Videos beschrieben, sollte man mindestens 2-mal machen und dann je nach Stärke des Befalls ungefähr 1-mal die Woche. Die Füße mit Öl einsprühen oder einfetten sollte man täglich mindestens 10 Tage lang, je nach Stärke des Befalls, bis 2 bis 4 Wochen, bis die Füße wieder normal ausschauen. Den Stall kann man auch mit einer Teebaumölmischung einsprühen. Das Spray hat sich aber bisher sehr gut bewährt. Und das Balistol-Spray gibt es auch speziell für Tiere. Aber das Universal-Spray ist genauso gut. Und die anderen Hühner, bis das befallene Tier geheilt ist, immer mitbehandeln. Einfach beobachten, wie die Hühnerfüße der anderen Hühner aussehen. Ich habe jetzt meine Hennen bisher 2-mal behandelt. Und die Füße sehen sehr gut aus, deswegen mache ich das jetzt bei den Hennen jeden 2. Tag. Und das Ganze kann man auch vorbeugend mal machen. Einfach ab und zu, ungefähr 1-mal im Monat, die Sitzstangen einfetten. Und in den Ecken, vor allem in den Ecken des Hühnerstalls einsprühen. Gegen alle Milben. Ja, und dann riecht es ein bisschen komisch. Das liegt an der Parfümierung von dem Spray. Aber das verfliegt dann wieder. Man muss aber dieses Spray nicht benutzen. Ich empfehle es, weil es eben wirklich sehr schnell geht und dadurch praktisch und zeitsparend ist. Es geht einfach viel schneller, die Hühnerfüße einzusprühen. Abgesehen davon, dass eben ein Kriechöl enthalten ist, was sich wirklich sehr gut in sämtliche Schuppen der Hühnerbeine verteilt. Aber man kann auch die Hühnerfüße in ganz normales Speiseöl tunken. Einfach ein Gefäß nehmen, mit Speiseöl füllen und dann die Hühnerfüße dann darin eintunken. Das funktioniert auch. Und da kommen sie her, die Mistviecher. Die Grabmilben sind es. Allein das Wort ist schon greislig. Hühner und Milben. Es gibt auf Dauer keine Hühner ohne sie. Das hat mir jemand gesagt, der schon viele Jahrzehnte lang Hühner hat.
Wir können sie also kaum vermeiden, aber wir können sie bekämpfen und beseitigen, wenn sie aufkreuzen. Also, auf in den Kampf und gute Besserung für eure Hühner und gutes Gelingen. Ich sag für heute wieder ciao, fiatti, servus, tschüss, bis zum nächsten Mal. Halt, ich habe noch ein PS und zwar das Ballistol Öl Spray gibt es auch als Öl in der Flasche. Und noch ein PS, das habe ich gerade erst erfahren, bei starkem Befall kann die ganze Geschichte bis zu 2 Monate dauern. Man braucht also Geduld mit dieser ätzenden Krätze.